Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Spaceflight Simulator. Ja, hier sind wir vor der Atlantis 1, V2. Ich habe das ein bisschen geändert, jetzt ist hier halt nur noch dieser eine große Tank. Es klappt trotzdem alles. Und diesen Satelliten werden wir heute in einen Mondorbit bringen. Das schafft er von ganz alleine, er hat genügend Treibstoff. Und ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. In der letzten Folge haben wir die Mikroraumstation umgebaut. Die werden wir in dieser Folge noch nicht brauchen, aber wahrscheinlich dann in der nächsten. Nämlich nachdem wir diesen Satelliten in den Erdorbit gebracht haben, möchte ich auch einen Platz finden, um eine Basis aufzubauen. Und dazu würde ich gerne eine kleine Sonde auf den Mond schicken. So, da beginnen wir unsere Drehung. Bisschen spät dran. Deshalb muss ich jetzt auch ein bisschen aggressiver drehen. Die Rakete an sich ist ziemlich cool, finde ich. Sie kann halt 17 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit bringen, wieder landen. Also ich könnte auch etwas mehr draufpacken. Uns dann nicht mehr landen lassen, aber so finde ich es cool. So, da haben wir gleich unseren 1 Kilometer pro Sekunde. Warten noch kurz, bis wir die Zeit vorspulen können. Die Hülle entfernen. Noch ein bisschen weiter vorspulen. Es gab in der Zwischenzeit übrigens ein kleines Update. Es hat so ein paar Bugfixes gegeben. Eine Sache, die eigentlich ziemlich doof ist. Ihr seht sie gerade. Die Apoapsis hat irgendwie Lust zu verschwinden, wenn man nicht gerade an einem Erdorbit ist. Gefällt mir nicht so. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Aber man kann nicht alles haben. Ist trotzdem ein ziemlich cooles Game. Es gefällt mir sehr, es macht mir viel Spaß. Ich habe halt auch immerhin 4 € dafür ausgegeben, dass ich die Expansion habe. Inzwischen kostet die ja, glaube ich, 7 oder 8 €. Also schon fast das Doppelte. Es hat sich echt gelohnt, das vorher zu kaufen. Man hat jetzt halt die ganzen anderen Sachen kostenlos. So, und ich verplappere mich da die ganze Zeit. Wir sind nämlich schon wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Der Satellit ist in einen Erdorbit. Wir landen jetzt hier die winzig kleine Rakete mit 9,3% Treibstoff. Ist nicht viel, aber für die Rakete reicht es auf jeden Fall. Sie ist nämlich mega, mega, mega gut. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ja, hier nochmal die Sache mit der Apoapsis. Man kann sie nicht mehr sehen. Ich habe das häufig genommen, so als Referenz, wie schnell ich bin. Wenn man so den Abstand zwischen hier und der Apoapsis anguckt, dann weiß man so ungefähr, okay, ist man jetzt schnell oder ist man nicht schnell. Hier ist zwar halt die Geschwindigkeit angezeigt, aber ich habe es trotzdem sehr oft als Referenz benutzt. Und ich finde es halt einfach ein bisschen schade, dass es jetzt entfernt wurde.
So, da sind wir gleich bei 5 Kilometern Höhe. Langsam sollten wir uns vorbereiten auf die Landung. Ich habe den Schub auf 45% eingestellt. Ich hoffe, das reicht. Ich habe es nämlich vorher nicht ausprobiert. Ansonsten mache ich das, aber das ist halt nur so eine sehr kleine Mission. Da braucht man sowas eigentlich nicht, finde ich zumindest. So, 900 Meter. Zünden unsere Düsen. Jetzt wieder, ich hätte die Apoapsis gebraucht, um so eine Referenz zu haben. Aber habe ich leider nicht. Deshalb muss es auch ohne gehen. So, da segeln wir ganz langsam zu Boden. Und haben wir es geschafft, sogar 4,1% noch übrig. Also das war eine sehr gute Landung. So, wechseln wir rüber. Hier zu unserem kleinen Satelliten. RCS-Düsen an. Und da beginnt auch schon die Musik. Setzt direkt ein. Hier haben wir unseren Transferorbit. Bisschen zu stark gedreht. Ja, ich glaube, das Update enthielt auch hier das mit den RCS-Düsen. Die waren nämlich vorher überempfindlich. Also dann hat so ein kleines Vehikel wie dieser Satellit hier extrem gewackelt. Aber jetzt klappt das. Problemlos. Ja, jetzt gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe das meiste, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, schon rausgelassen, wenn man es mal so sagen kann. Wir fliegen jetzt einfach Richtung Mond. 110, na. Na komm schon. Ich will so auf einer Höhe von 100 Kilometern sein. Das ist ganz okay. Dann spulen wir mal vor und fliegen in Richtung Mond. Bisschen langsamer. Noch ein Stück. So, da sind wir gleich an unserem Ziel. Ich würde sagen, jetzt drehen wir uns um und geben Gas. Das ging ziemlich schnell. Ich bin erstaunt. Aber es ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will. Deshalb bearbeite ich das jetzt noch ein bisschen. Die Folge ist auch noch nicht so lang. Noch nicht mal 10 Minuten, also irgendwie kann ich das ja noch ein bisschen füllen. So, fliegen wir noch einmal herum. Bearbeiten das hier noch ein bisschen. Sehr gut, das reicht. Machen die RCS-Düsen aus. Wir haben noch 18% Treibstoff. Also wir hätten noch sehr viel weiter fliegen können. Ja, da haben wir es geschafft. Dieser kleine Satellit kann dann Kontakt mit der Bodenstation aufnehmen auf dem Mond. Sendet es dann hier zu den drei extrem coolen
geostationären Satelliten und die senden es dann zurück zu Mission Control. So, hier, wieder geschafft. Erfolgreich. Was machen wir damit noch? Ich würde sagen, nichts. Oder schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, dass wir irgendwas damit machen sollen. Ich glaube, zum Mond reicht das nicht mehr. Dafür habe ich zu wenig Treibstoff. Aber irgendwie ist der Fehl am Platz. Ich meine, ich habe hier die drei geostationären Satelliten. Ich brauche den nicht mehr. Aber lassen wir erstmal noch. Wir könnten den ja auch auf der Erde wieder landen. Aber lassen wir einfach. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier unseren Satelliten zum Mondorbit gebracht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.